Allmächtiger, ewiger Gott, in der Stunde des Todes unseres Herrn Jesus Christus haben wir uns zum Gedenken seines Leidens und Sterbens am Kreuz versammelt. Hilf uns, im Gedenken seiner Lebenshingabe zu erfassen, wie abgrundtief deine Liebe ist, weil sie in die Stunde der Angst und Verzweiflung hineinreicht. Durch sein Leiden hast du den Tod vernichtet. Lass uns deine Nähe erfahren, wenn auch wir leiden und sterben müssen. Befreie uns von Schuld und den Fesseln des Todes, denn für uns hat dein Sohn Jesus Christus sein Blut vergossen am Holze des Kreuzes. Lasst uns ihm ähnlich werden, ihm, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Schwestern und Brüder, in der Todesstunde Jesu haben wir uns versammelt. Zu unserem Glauben gehört auch das Verstummen vor dem Leiden. Jesus hat furchtbare Schmerzen und Ängste durchlitten. Er starb am Kreuz und er wurde wie ein Weizenkorn in die Erde gesenkt. Sein Kreuz verehren wir in dieser Stunde, weil es für uns zu einem Zeichen des Lebens und der Hoffnung geworden ist. So lassen Sie uns in Dankbarkeit diese Feier seines Leidens und Sterbens begehen. In dem ersten Teil dieser Feier hören wir in der Lesung vom leidenden Gottesknecht. Er erinnert uns an die Geschichte Israels und an die Leiden des Propheten Jesaja. Der tiefste Sinn dieses Leidens hat sich in Christus erfüllt. Er ist der Mann der Schmerzen. Sein Tod brachte uns Rettung und Leben. Wir hören eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Seht, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird erhöht und hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzt haben, weil sein Antlitz und Ansehen entstellt war und er keinem Menschen mehr glich, so setzt er Völker in Staunen. Könige schließen vor ihm den Mund. Denn was ihnen erzählt wurde, schauen sie, und was sie hörten, erfahren sie. Er wuchs auf wie ein Wurzelspross aus dürrem Boden. Er hatte keine schöne Gestalt, dass wir nach ihm geschaut hätten. Er hatte kein Aussehen, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er, von den Menschen gemieden, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Und er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn gezeichnet und von Gott gebeugt. Er wurde durchbohrt wegen unserer Missetaten, zerschlagen wegen unserer Vergehen. Uns zum Heil kam die Strafe über ihn, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch der Herr ließ ihn die Schuld von uns allen treffen. Gepeinigt wurde er, doch beugte er sich willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, wie ein Schaf, das vor seinen Scherer verstummt, tat er seinen Mund nicht auf. Dies sind heilige Worte. Lied Nummer 774, Strophen 1, 3 und 5.
Des Königs Fahne tritt hervor, des Kreuzes Wunder strahlt empor, voran den Tod das Leben lädt und Leben durch den Tod erstreht. Erfülle dies, was David sang, da sein prophetisch Lied erklang, verkünden aller Nation, vom Holz wird herrschen Gottes Sohn. O Kreuz, woran der Herr gebüßt, du einzig Hoffnung sei gegrüßt, den Guten mehr die Frömmigkeit, Sündern schenkt Barmherzigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören nun vom Leiden Jesu, also die Passion, und wir können es heute so machen, dass wir dazu einige Bilder aus dem Kreuzweg zeigen in unserer Kirche und dazu die entsprechenden Schrifttexte hören, aber auch überlegen, wie wir selbst zu diesem Wort Jesu in der Schrift stehen. So wollen wir die Betrachtung der Kreuzwegbilder halten, die uns das Leiden und Tod, die uns das Leiden und Sterben Jesu vor Augen führen. Erste Station: Jesus wird zum Tode verurteilt. Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und die Ältesten gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Dieser fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen. Pilatus fragte die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den ihr den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Jesus steht vor Pilatus. In vielen Systemen werden Menschen verfolgt. Sie werden verraten, gefangen genommen und verurteilt. Sie sind ohne irgendeinen Beistand und werden einfach im Schnellverfahren zum Tode verurteilt. Viele sind auch bei uns für einen kurzen Prozess. Sie sind sogar Anhänger der Todesstrafe. Aber welcher Mensch hat schon den Tod verdient? Womit habe ich das nur verdient? Fragen Menschen, wenn sie eine schwere Krankheit trifft. Viele fühlen sich zum Tod verurteilt. Das ist doch nicht gerecht. Das habe ich nicht verdient. Es ist wahr, kein Mensch hat den Tod verdient. Erst recht nicht der gütigste Mensch von allen. Jesus nimmt das Urteil des Pilatus schweigend an.
Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie spuckten ihn an und schlugen ihn mit dem Stock. Die Last ist groß und schwer zu tragen. Jesus bricht zusammen. Er kann nicht mehr. Wie oft sagen Menschen, dass sie nicht mehr weiter können, die Kraft ist erschöpft. Und umgekehrt, wenn wir oft im Voraus wüssten, was wir tragen und ertragen müssen, wir würden verzweifeln. Manchmal sagen Menschen, ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe, als ich ganz unten war. Paulus sagt, das Übermaß der Kraft kommt nicht von uns. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir bekommen sie jedoch nie im Voraus. Nur einen Moment, wo wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Er wird uns tragen und schleppen. Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz denkt an dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen, verbirg nicht dein Gesicht vor mir. Immer wieder sind es Frauen wie Maria, die unter dem Kreuz stehen und dem leidenden Herrn begegnen. Frauen wie Veronika. Nicht alle bleiben Zuschauer. Aus der Masse bricht sie heraus, hält Jesus ein Tuch hin. Sie erkennt mitten im Leid, der Mensch braucht eine Chance, darf getröstet werden. Veronika überlegt nicht lange. Sie folgt ihrem Herzen. Und am Ende ist das Antlitz Jesu im Tuch eingeprägt, aus Blut und Schweiß gezeichnet. Veronika ist keine außergewöhnliche Frau, nur eine von vielen. Jede und jeder kann Leidenden und Sterbenden beistehen, mit kleinen menschlichen Gesten Würde schenken und Dasein in Liebe. Elfte Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt. Sie kamen zur Schädelhöhe, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unschuldig.
Im Namen Gottes wurde er gekreuzigt, festgenagelt. Für alle, die auch bei uns festgenagelt sind, weil wir sie kennen, weil die immer so sind, weil sich die nicht ändern. Es kommt die Stunde, da können wir nichts mehr tun. Jesu Hände aber bleiben offen. Diese Hände dürfen wir anschauen. Sie haben viel gegeben. Brot und Berührungen. Heil und Segen. Auch wir können Sterbenden die Hand halten, Zeichen der Nähe geben und ihnen danken für all ihr Wirken, sie ehren. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Von der sechsten bis zur neunten Stunde kam eine Finsternis über das Land. Jesus rief um die neunte Stunde: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Einige, die dabei standen, meinten, er ruft nach Elia. Da tauchte einer von ihnen einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Danach schrie Jesus noch einmal laut auf und hauchte seinen Geist aus. Er ist tot. Tod ist tot. Es ist dann aus, vorbei. So denken auch viele heute. Sie rechnen nicht mit Gott. Für sie beginnt nur der Abschied und die Nähe zum Toten wird schwer. Tod bleibt für viele nur ein Bereich für Ärzte, Bestatter, Priester. Dabei brauchen wir die Toten nicht zu fürchten, denn sie sind in Gottes Hand. Und nichts kann sie seiner Liebe entreißen. Die Toten sind uns verbunden und gehören zur Familie und Gemeinschaft der ganzen Kirche, der Lebenden, der Toten, der Heiligen, der Sünder. Da es Rüsttag war und die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie fortschaffen. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war. So zerschlugen sie ihm seine Beine nicht, sondern einer von den Soldaten stieß ihm eine Lanze in die Seite. Und Blut und Wasser flossen hervor. So steht geschrieben, kein Bein soll an ihm zuschanden werden. Und auch heißt es, sie werden auf den schauen,
den sie durchbohrt haben. Dann kam Josef von Arimathäa zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Und sie nahmen den Leichnam Jesu, banden ihn in Leinen und salbten ihn mit Myrrhe und Aloe, wie es bei den Juden Brauch war. Und an den Ort, wo er gekreuzigt worden war, lag ein Garten und darin ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Dorthin legten sie Jesus. Wir singen das Lied 289, die 7. und 8. Strophe. Wenn ich einmal soll scheiden. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheiden ich von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiz mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein Kreuz, sagen wir, wenn alles ganz anders kommt als gedacht, als geplant. Unsere Pläne wurden durchkreuzt. Das spüren wir in diesen letzten Wochen ganz besonders. Lang geplante Reisen sind nicht mehr möglich. Es ist ein Kreuz, dass wir uns nicht einfach treffen können, um miteinander ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Wir dürfen nicht einmal die Oma und den Opa besuchen. Das verstehen die Kinder auch oft nicht. Und wir wissen selbst oft nur, dass dieser Tag, dass jeder Alltag sich nun verändert hat. Eltern und Kinder sind nunmehr fast täglich zusammen. Manchmal liegen vielleicht auch die Nerven bloß und es gibt dann häuslichen Ärger. Es ist schon ein Kreuz. In diesen Tagen darf man nicht einfach mal so seine liebsten Menschen umarmen. Wir müssen Abstand halten. Ich denke am Coronavirus Erkrankten in den Altenheimen, in den Krankenhäusern. Es ist ein Kreuz. Viele Geschäfte sind zu, aber leider auch manch hilfreiche soziale Einrichtung. Wir bleiben zu Hause, nehmen Rücksicht. Aber was ist mit den Obdachlosen, mit denen, die auf der Straße leben? Sie bekommen derzeit kein regelmäßiges Essen. Sie können sich nicht aufwärmen, sie können sich nicht duschen. Und auch viele Lastwagenfahrer unterwegs leiden darunter, dass sie kaum Orte finden für Erholung
und Körperpflege. Es ist ein Kreuz, vor allem wenn berufliche Existenz bedroht ist, wenn die Zukunft des Geschäftes, der Firma gefährdet ist. Es ist ein Kreuz, das Ärzte und Krankenschwestern nun immer mehr mit ihren Kräften am Ende sind. Sie haben alles gegeben und sind nun erschöpft. Es ist ein Kreuz, dass Menschen sterben und auch wir Seelsorger Menschen, Verstorbene, nur im kleinen Kreis von Angehörigen beerdigen dürfen. Wir fühlen uns hilflos und ausgeliefert. Unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Wie lange noch kann das so weitergehen? Es ist ein Kreuz. Doch wir können das Leid nicht besiegen. Die Corona-Krise hoffentlich bald, aber das Leid an sich können wir nicht besiegen. Es geht also heute darum, wie wir mit Leid umgehen. Heute am Karfreitag steht das Kreuz im Mittelpunkt oder mehr noch der Mensch, der am Kreuz gelitten hat, Jesus. In ihm ist Gott uns nahe und so auch bei allen Leidenden und bei den Sterbenden. Ich bin überzeugt, dass Gott auch in den helfenden Händen gegenwärtig ist von den Menschen, die anderen beistehen, in Not und Bedrängnis. Wir Christen lernen, Ostern läuft nicht einfach ab wie ein Drehbuch in der Karwoche, sondern Ostern hat zu tun mit der Not und der tödlichen Krise des Kreuzes. Wir stehen in diesen Tagen vor Kreuzen, vor Angst und Not und der Dunkelheit vieler Menschen. Ich höre Menschen sagen, das kommt so von Gott. Er hat es uns aufgelegt, dieses Kreuz. Doch den Gedanken an einen strafenden Gott finde ich fürchterlich und vollkommen unchristlich. Die Corona-Pandemie ist keine Strafe Gottes, aber sie ist ein Anlass für uns, uns zu besinnen, nachzudenken, was im Leben wirklich zählt. Und wir lernen als Kirche und Gemeinde, dass es heute zum Beispiel andere Formen des Miteinanders braucht. Die Feier der Heiligen Messe ist wichtig. Doch heute heißt es oft, setzt euch hin, lest in der Heiligen Schrift in der Bibel, sprecht darüber zu zweit, in der Familie, am Telefon oder wie auch immer. Viele sind in diesen Tagen und Wochen ungeheuer kreativ geworden. Zugleich wird deutlich, dass wir als Kirche dringend Reformen brauchen. Es ist ein Kreuz. Ja, das sagen wir oft, aber es ist nicht das letzte Wort. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei, aber einen Weg durch Kreuz und Leid hindurch. Den Weg Jesu. Sein Kreuz wurde am Ostermorgen für uns ein Zeichen der Hoffnung, dass Gott da ist, gerade da ist, wo wir ihn vielleicht nicht vermuten, und dass seine Liebe stärker ist als alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte, die uns bedrohen. In diesem Sinne feiern wir Karfreitag, auch im Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, die leiden, an die wir in dieser Feier ganz besonders denken und die wir vor Gott bringen. Amen.
Im Kreuz ehren wir Christus selbst. Wir bekennen uns zu ihm und zu seinem Weg. Wir wollen Christus. Wir wollen das Kreuz verehren. Ich bin hingeschüttet wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Sie durchbohrten mir Hände und Füße. All meine Knochen kann ich zählen. Sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen meine Kleider und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Liebe Gemeinde, in den Fürbitten, den großen Fürbitten am Karfreitag, wollen wir an alle Anliegen denken, die uns bewegen, die aber auch Anliegen der Kirche sind. Wir wollen sie in der kürzeren Fassung als sonst heute vortragen und jeweils nach einer Bitte auch ein Licht entzünden, damit dieses Gebet so mitgetragen wird. Lasst uns beten, Schwestern und Brüder, für die Gemeinschaft der Kirche, dass sie ihren Ursprung in Jesus Christus niemals vergisst. Lass sie deine Güte und Menschenfreundlichkeit verkünden in unserer Welt, die zerrissen und unheil ist. Lasst uns beten für Papst Franziskus, für unseren Bischof Felix, für alle Frauen und Männer, die in der Kirche und den Gemeinden mit Verantwortung tragen und für das ganze Volk Gottes. Lasst uns beten für alle, die getauft werden, für Eltern und Paten und für die Kinder, die sich auf das Fest ihrer Erstkommunion vorbereiten, für die Paare, die sich das Sakrament der Ehe spenden und für jene, die Christus folgen und eine persönliche Berufung verspüren. Lasst uns beten für das Volk der Juden, zu denen Gott zuerst gesprochen hat. Gott bewahre sie in der Treue zu seinem Bund, in der Liebe zu seinem Namen. Lasst uns auch beten für alle, die an einen Gott glauben, für die Muslime, die auch unter uns leben, und für alle Menschen, die Gott suchen.
Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind. Für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen. Für alle, die sich in Medizin und Pflege um kranke Menschen kümmern. Für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen. Und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Lasst uns beten für diese Welt und für die leidende Menschheit, für die Opfer von Katastrophen, für die Verfolgten und alle Armen, für die misshandelten und missbrauchten Kinder, für die Opfer von Hass, Krieg und Unterdrückung und auch für all unsere Kranken in Schmerzen und Ohnmacht. Lasst uns beten für alle Menschen, die mit uns in Rade wohnen, die in der Stadt Dorsten und in ihren Ortschaften leben. Leite alle Jugendlichen auf der Suche nach Sinn und Arbeit und stärke das Zusammenleben verschiedener Generationen, damit alle in Frieden miteinander leben und sich geborgen fühlen. Lasst uns beten für unsere lieben Kranken, die auf das Kreuz Jesu schauen, für alle, die in Schwäche ans Bett gebunden sind, für alle, die in den Hospizen ihrem Tode entgegengehen. Sei den Sterbenden nahe und schenke ihnen durch deine Hand die Auferstehung zum ewigen Leben. Lasst uns beten für alle Verstorbenen. Rufe sie bei ihrem Namen zur Vollendung. Führe sie aus dem Dunkel des Todes in das Licht des ewigen Lebens und tröste alle, die um einen lieben und nahen Menschen trauern. Lasst uns auch beten für uns selbst, um Vergebung und Leid, das wir einander antun, wenn wir Böses reden und von Groll und Bitterkeit erfüllt sind, uns einander nicht verstehen und ertragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Herr, unser Gott, es ist dein Kreuz, so haben wir bedacht, und auf das Kreuz deines Sohnes geschaut. Wir danken dir, dass du uns Christus gesandt hast, geschenkt hast als Bruder aller Menschen, der uns nahe ist,
in Leid, Kreuz, Not und Tod. Wir preisen seinen Namen und erwarten voll Freude das Fest der Auferstehung. Segne uns als deine Gemeinde. Leite uns auf den Weg zu dir und den Menschen. Durch Christus, unseren Bruder und Herrn. So segne, leite und begleite uns der treue Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.